Hallo Freunde der Toyota Handball Bundesliga, Christoph Theuerkauf und meine Wenigkeit Carsten Nichtland sind hier in Leipzig und werden für euch ein paar Fragen beantworten. Fans fragen und die Topspieler packen aus. Diesmal stellen sich die Nationalspieler und Lemgoer Christoph Theuerkauf und Carsten Lichtlein den sportlichen und persönlichen Facebook-Fragen der Fans. Und gleich die erste Frage nach den Emotionen des Kreisläufers bei der Premiere als Bundesligaspieler führt beide gemeinsam zurück in die Vergangenheit. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil mein erstes Bundesligaspiel war tatsächlich gegen den TV Großwaldstadt, gegen Carsten Lichtlein. Was da in einem vorgeht. Die Anspannung war sehr, sehr groß damals. Ich bin damit Stars aufgelaufen wie Stefan Kretschmer, Olafur Stefansson, Joel Abati. Da war es für mich mit 17 oder 18, wie alt ich war. Das war ein unglaubliches Gefühl. Das war ein Traum, ein Lebenstraum, den ich mir irgendwie erfüllt habe. Jeder kleine Junge träumt mal davon, in der Bundesliga zu spielen. Und wir haben damals gewonnen. Ich konnte meine ersten 4 Bundesliga-Tore dazu beisteuern. Wobei ich auch sagen muss, der Carsten hat meinen ersten Wurf natürlich auch Weltklasse erhalten. Ich kannte Christoph bis dahin noch nicht. Und aber jetzt? Haben aber dadurch sehr gut kennengelernt, muss ich sagen. In Magdeburg, das Internat war ja bekannt und dass da gute Spieler hervorkommen und Christoph war halt einer davon. Hat er schön gesagt, danke. Ja. Carsten, gibt es einen besonderen Trick, um einen 7-Meter zu halten? Das ist teilweise auch Glück, dass man es erhält. Christoph kann aber natürlich auch was dazu sagen, weil er ist auch ein guter Torhüter, obwohl er Kreisläufer ist. Und man guckt ja in der Bundesliga auch ein bisschen Video und da studiert man natürlich auch schon andere Schützen und wie sie in manchen Situationen ein bisschen werfen. Und da kann man sich ein bisschen was abgucken und dann hat man natürlich auch Vorteile, wenn man 2,2 Meter groß ist, Reichweite hat, vielleicht ein bisschen den Schützen beobachten, Wurfhand und dann kann man den einen oder anderen halten. London, so der Schlachtruf der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Serbien. Der Wortführer in der Mannschaft, Christoph Theuerkauf. Doch wie motiviert der sich selbst? Da geht es um Deutschland, da geht es um den Erfolg für den deutschen Handball an sich. Und es ist also für mich persönlich ist es immer eine Ehre, für Deutschland spielen zu können, für Deutschland aufzulaufen, die Nationalhymne mitzusingen. Das ist jedes Mal, jedes Spiel was Besonderes. Ich habe dann irgendwann mal was gesagt und wir haben das Spiel aus Versehen gewonnen oder mit viel Glück oder ich weiß nicht, das war das Mazedonien-Spiel und jeder hat viel gesprochen, dass ich dann halt irgendwie rauskristallisiert wurde, kann ich mir selbst nicht so erklären. Ich wollte mich auf keinen Fall in den Vordergrund stellen. Wie, in Klammern, besonders schwer ist es im Training der Nationalmannschaft, die Bälle von Uwe Gensheimer zu halten? Es ist nicht anders als von den anderen Außen. Er kann auch Trickwürfe, das kann eigentlich jeder Außen. Heber, festwerfen kann auch jeder Außen. Also speziell. Und es ist ja nicht so, dass Uwe jeden trifft. Der wirft auch mal übers Tor. Beispiel Heber oder so. Wie kamen die beiden zum Handball? Den Würzburger Carsten Lichtlein zog es durch eine handballverrückte Familie zur Sportart. Ähnlich wie beim Magdeburger Mannschaftskollegen, der aber auch ein großer Fußballfan ist. Mein Herz schlägt für die Borussia aus Dortmund schon mein ganzes Leben lang. Ich bin zum Handball gekommen, auch durch Verwandtschaft, durch meine Mutter, meine Eltern. Die hatten schon immer irgendwie bei mir das Interesse des Ballwerfens entdeckt und nicht des Ballschießens. Carsten Lichtlein. Immer wieder wird gelobt, wie er sich in der Vergangenheit in den Dienst der Nationalmannschaft stellt. Vorbildlich ist der 2-Meter-Hühner auch, wenn es um Laster geht. So, also Mitspieler habe ich schon viele erlebt, die geraucht haben und immer noch rauchen. Meine Wenigkeit raucht nicht. Das müssen die Sportler dementsprechend für sich selbst entscheiden, was gut für sie ist und was nicht gut für sie ist. So eine Siegeszigarre kann durchaus mal sein, das hat man ja auch schon im einen oder anderen Sportfilm gesehen, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Und natürlich kommt sie immer wieder auf, die Frage nach den Ritualen. Ich höre eigentlich immer die gleiche Musik, wenn ich zur Halle fahre. Schon rockig, AC/DC, Linkin Park, Limp Bizkit, das muss schon ordentlich knallen, damit man auf Touren kommt. Ja, aber sonst Rituale hatten wir eigentlich nicht. Ich glaube, etwas ältere Spieler wie Christian Schwarzer und so hatten mehr Rituale als wir. Hallo liebe Fans, vielen Dank für eure viele, viele Beteiligung, für eure sehr interessanten und spannenden Fragen. Wir hoffen, wir konnten euch es ausreichend und so, wie ihr euch das vorgestellt habt, beantworten. Zum Schluss ist dann noch ein Trikot vom TBV Lemgo, was in diesen Koffer kommt und am Ende der Saison für einen für euch dort bereit liegt.